Die Battlefield 2042 Videos haben auf jeden Fall echt Bock gemacht, aber auch Siege mag ich immer noch sehr gerne. Deswegen gibt es heute ein Q&A-Video zu dem Shooter, den wir alle irgendwie hassen, aber gleichzeitig auch ganz lieb haben. Das Spiel scheint mir stagniert. Seit den letzten paar Seasons gibt es keine spürbaren, erfrischenden Änderungen, nur Kleinigkeiten. Es fehlt der frische Wind im Spiel, warum keine neue Karte und vielleicht auch mal einen neuen Operator zwischendurch, Custom-Server mit verrückten Einstellungen oder mal endlich die versprochenen Operator-Änderungen Castle und Frost. Warum wird fast nur auf die Profi-Szene Augenmerk gelegt, die den kleinsten Teil der Spielerbasis ausmachen? Beim ersten Part würde ich zum großen Teil zustimmen. Mir fehlt selber aktuell ein bisschen der frische Wind und ich war zuletzt wirklich etwas gelangweilt von Siege. Map Reworks finde ich generell nicht schlecht, aber irgendwann hat man davon auch genug. Die letzte neue Map kam vor über 2 Jahren. Ab Year 7 wird es aber definitiv wieder neue Maps geben, das wurde bereits bestätigt. Bei den Operatoren würde ich mir ebenfalls wieder etwas mehr wünschen und was Custom Server mit verrückten Einstellungen angeht, stimme ich auch zu, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Doch das mit den Änderungen an Castle und Frost würde ich jetzt nicht so streng sehen. Die Reworks wurden im August 2018, also vor fast 3 Jahren, in einer Präsentation für die Presse angekündigt. Natürlich darf man sich fragen, warum zu dem Thema gar nichts mehr gesagt wurde. Ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht, aber drauf beharren würde ich nicht mehr. Seitdem gab es Buffs an den Operatoren und aktuell ist Frost eigentlich in einem ganz guten Spot. Nur Castle braucht langsam echt einen Buff. Früher hat man ihn noch damit verteidigt, dass er in Competitive weiterhin sehr wichtig war und er einfach nur unterschätzt wurde. Doch mittlerweile gilt selbst das kaum noch. Auch in Competitive ist die Relevanz von Castle massiv abgefallen. Bei der letzten Frage muss ich aber nochmal reingrätschen. Ich denke nicht, dass fast nur auf die Profi-Szene geachtet wird. Beispielsweise gab es diese Season einen Map-Rework für eine Casual-Map. Beim Operator-Balancing begründet Ubisoft, woran sie ihre Veränderungen festmachen. Das sind nicht nur Daten aus Competitive, sondern auch Ranked und je nach Änderung aus verschiedenen Elo-Bereichen. Pro-Spieler meckern wahrscheinlich genauso viel über manche Balancing-Änderungen wie Casual-Spieler. Das nimmt sich tatsächlich in vielen Fällen gar nicht mal so viel. Es gibt definitiv Änderungen, die für den professionellen Raum gedacht sind, aber zu sagen, dass insgesamt fast nur auf die geachtet wird, da würde ich jetzt nicht zustimmen. Außerdem wird häufig die Reichweite und Wichtigkeit massiv unterschätzt. Man darf eben nicht nur die wenigen Pro-Spieler auf dem höchsten Niveau betrachten, sondern auch die anderen Bestandteile, die damit zusammenhängen. Challenger League, nationale Ligen, kleinere öffentliche Ligen und Cups, ein beachtlicher Teil an Ranked-Spielern von Champion bis Gold und Niedriger in einer Liga wie zum Beispiel der DSBL spielen lange nicht nur Platin und höher. Super viel Content auf YouTube, speziell Guides, basieren auf Infos aus der Pro League. Bei mir gilt das für die meisten meiner Videos. Ich hole mir dort oft Stats und Zahlen zur Orientierung her. Ubisoft schafft sich damit eine weitere Plattform, um ihr Spiel zu präsentieren. Und das sind nun mal gerne auch Leute, die schnell viel Geld da lassen. Hier mal eben 100 Euro für ein Northstar Uniform Bundle rausgehauen oder irgendwelche E-Sports Skins. Da kann ich mich selber auch nicht ganz rausnehmen. Dieser Bereich ist insgesamt natürlich dennoch wesentlich kleiner als die Anzahl der Casual-Spieler. Eine gewisse Wichtigkeit sollte man ihm aber schon zusprechen. Am Ende sind aber beide Bereiche wichtig. Immerhin haben wir alle das gleiche Interesse, ein gutes Spiel. Zwar unterscheidet sich, anhand welchen Maßstäben wir das bewerten, doch diese schließen sich nicht unbedingt immer gegenseitig aus. Abwechslungsreichen, neuen Content finden beide Seiten ganz gut. Denkst du, mehr kreative Fun-Spielmodi würden dem Spiel helfen, alle den gleichen Operator oder auch sowas wie Headshot Only? Auf jeden Fall, viele der Arcade- und Event-Spielmodi sind generell nicht schlecht, aber die werden natürlich recht schnell langweilig, wenn es nur diesen einen zurzeit zu spielen gibt. Wenn man mehrere auf einmal hat und die von Match zu Match wechseln, wäre das wahrscheinlich länger unterhaltsamer. Siege fehlen aktuell die Spielmodi, bei denen man auch mal entspannt spielen kann. Wenn ich zum Beispiel Battlefield spiele, mache ich oftmals den Kopf quasi aus und laufe auf Autopilot. Das fehlt mir ein wenig in Siege. Einfach entspannt reindaddeln. Eine Art Fun-Playlist wäre da eventuell ganz interessant. Man muss jedoch darauf achten, dass man den Reiz zu gewinnen nicht zu hoch setzt, sonst spielen selbst dort wieder Leute um ihr Leben,
Man darf die Eventspielmodi aber eventuell auch nicht als Maßstab nehmen. Dort gab es immer irgendwelche Challenges, mit denen man sich zum Beispiel mehr Packs freispielen konnte. Und da die meisten damit möglichst schnell durch sein wollten, haben die eben kurz alles rausgehauen. Wie würdest du einen Fun-Spielmodus finden, wo alle Spieler den gleichen Operator spielen müssen? Mal so, mal so. Ich betrachte das mal aus der Sicht von pro Seite die gleichen Operator, nicht alle insgesamt. Wenn alle den gleichen Operator spielen, gibt es natürlich ein paar witzige Kombinationen, wie zum Beispiel alle Angreifer sind als Lion unterwegs und alle Verteidiger als Clash. Aber dann gibt es auch welche, wo das nicht so bockt. Alle Angreifer sind Thatcher und alle Verteidiger sind Kaid. Eventuell sollte man das ein bisschen einschränken, weil das nicht bei jedem Operator perfekt funktioniert. Es gab zuletzt ja auch den Glitch, dass Operator mehrfach gepickt werden konnten, und ich fand das irgendwie richtig witzig. Klar, im Ranked hat das nichts zu suchen, aber bei den Clip mit zwei Montagnes auf Café habe ich mir den Arsch abgelacht. Wenn alle Spieler auf einer Seite den gleichen Operator spielen, könnte es bei manchen Kombinationen etwas langweilig werden, aber dass Operator mehrfach verteilt werden, bietet durchaus Potenzial für ganz spaßige Runden. Ansonsten sprechen wir hier eben über Fun-Modi, da darf Ubisoft gerne rumprobieren, dafür sind sie ja da. Es gab zum Beispiel auch eine Frage, ob sowas wie der Wingman-Modus aus Counter-Strike, also ein 2 gegen 2 Modus in Siege, funktionieren könnte. Und das würde ich nicht ausschließen. Ein Versuch wäre es definitiv wert, ein bisschen was an den Zeiten sowie Regeln schrauben und dann feuerfrei. Ich würde den auf jeden Fall ausprobieren. Wie sehr viel mehr Hoffnung hast du für die Zukunft von Siege in Bezug der Antworten von den Entwicklern? In einer Fragerunde auf Reddit ist Ubisoft auf einige Fragen eingegangen und hat zu vielen wichtigen Themen was gesagt. Dass ein Warm-up Team Deathmatch Modus und eine Shooting Range kommen wird, eine Art Rework für Ranked in Planung ist, warum sie an keinem Siege 2 arbeiten, dass in der nächsten Season Coastline, Bank und Clubhouse leicht angepasst werden, die bekommen jetzt nicht alle ein Rework, stellt euch das eher vor wie die Map-Buffs, die es vor einigen Jahren immer gab, also nur kleine Veränderungen. Verbesserungen für den Battle Pass und Alpha Packs werden überlegt und auch Aussagen rund um Cheater, MMR Restriction, der Game Engine, Maus und Tastatur auf Konsolen. Es ist einfach auch mal schön zu sehen, dass einem zugehört wird und man für alle Fragen eine Antwort bekommt. Jedoch waren nicht alle Antworten zufriedenstellend. Außerdem wird noch einige Zeit vergehen, bis viele der Themen umgesetzt werden. Sachen ankündigen kann Ubisoft halt recht gut, aber danach lassen sie einen erstmal lange warten. Deswegen macht das eher Hoffnung auf lange Sicht. Das heißt nicht, dass innerhalb von einer Season wieder alles in Ordnung ist. Definitiv nicht. Die dritte Season dieses Jahr könnte aber immerhin wieder recht gut gefüllt sein. Viele Mechaniken, die bereits auf dem Testserver von Northstar waren, wurden bisher nicht veröffentlicht. Und ich rechne selber nicht mehr damit, dass diese noch diese Season erscheinen. Vermutlich wird das jetzt alles bis zur dritten Season aufgespart und dann mit den Features, die wir bisher noch nicht gesehen haben, auf einen Schlag veröffentlicht. Sodass die dritte Season quasi Inhalt von eineinhalb oder mehr Seasons und nicht nur von einer Season enthält. Meiner Meinung nach müssten Balancing-Sachen auf Konsolen separat getestet werden, weil jetzt mit dem neuen Recoil für die R4C ist es fast unmöglich, mit Controller den Recoil zu kontrollieren. Gilt auch für andere Waffen. Würde ich generell zustimmen. Ich weiß zwar nicht, wie der Rückstoß auf der Konsole genau aussieht, da ich eben nur auf PC spiele und mir dafür das Wissen fehlt, aber selbst mir ist klar, dass das zwei sehr unterschiedliche Plattformen sind. Und dort ein Recoil-Nerf bei Ashe und Sophia nochmal mehr reinkickt. Der Rückstoß zwischen Konsole und PC, beziehungsweise Controller und Maus und Tastatur, ist unterschiedlich. Der ist tatsächlich nicht gleich, aber der Unterschied ist bei manchen Waffen wahrscheinlich noch nicht groß genug. Da müsste Ubisoft nochmal ran. Was sagst du zu Favela im Rank-Pool? Wird es einen Map-Guide geben? Ich denke, man kann das schon mal probieren mit Favela, ob die Map für Ranked geeignet ist, findet man erst so richtig gut heraus, indem man das einfach mal testet. Falls es gar nicht passen sollte, bannt man sie die ganze Zeit weg, beziehungsweise Ubisoft nimmt die Karte wieder raus. Solche Fälle gab es zuvor auch schon. Ich bin aber gespannt, wie sich Favela machen wird. Bisher durfte ich sie leider noch nicht spielen, da sie die ganze Zeit weggebannt wird, selbst in Unranked. Im Casual wirkte sie halt auch wie eine typische Casual-Map. Man ist reingerannt, hat sich über den Haufen geballert
und dann war die Runde schon vorbei. Das passiert zwar auch im Rank des Öfteren, aber auf Favela wirken die Runden besonders kurz. Das ging immer so schnell, dementsprechend ist sie schon etwas untypisch für Ranked, wiederum könnte das aber auch für Abwechslung sorgen und interessant sein. Einfach ein paar Mal anspielen und dann sieht man weiter. Ein Map-Guide ist bisher noch nicht geplant, weil dafür müsste ich die Map erstmal etwas mehr spielen. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt doch gerne eure Meinungen zu den einzelnen Fragen in die Kommentare. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.